willkommen bei mir zu Hause. Ich nähe heute eine schnelle Strandtasche oder aber einen Chopper. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich war im Baumarkt und bin da bei den Tischdecken vorbeigegangen und da waren so schöne Muster und Tischdecken, habe ich mir gedacht, huch, daraus kann man doch mit Sicherheit eine Tasche nähen. Ich sehe fast überall irgendwas, dass man daraus Taschen nähen kann. Ja, und da habe ich mir heute drei Stoffe gekauft und einer davon ist hier dieser grüne. Der ist noch so leicht gemustert. Und das ist so ein beschichteter Stoff, das ist natürlich prädestiniert für eine Tasche. Wenn man das jetzt als Strandtasche nimmt, kann man da zum Beispiel auch den nassen Badeanzug reinmachen. Oder wenn man es als Shopper nimmt, kann man da auch, selbst wenn beim Einkauf irgendwas ausläuft, kann man einfach mit dem Lappen auswaschen. Und dann waren wir danach noch in einem Drogeriemarkt und da sagt mein Mann auf einmal, du wolltest doch noch Kordel kaufen im Stoffladen. Guck mal, hier hängen Springseile. Und dann gab es zwei Springseile, eins war jeweils 2,80 Meter lang, für 5 Euro. Und da habe ich mir gedacht, probierst es einfach mal aus. Also habe ich quasi heute aus einem Springseil und einer Tischdecke eine Tasche genäht. Die Tasche ist 45 cm hoch, 48 cm breit und der Boden ist 12 cm tief. Oben sind dann nur solche Ösen und da wird dann halt die Kordel dran festgemacht. Und dann kann man es in der Hand tragen oder aber über die Schulter werfen. Und innen drin ist noch wie bei der Eyecatcher Schulterhandtasche so eine hängende Reißverschluss-Innentasche. Ich habe in dem Stoff jetzt, ich habe in der Tasche jetzt keinen Futterstoff drin, sondern es sollte wirklich ein schnelles Basic-Modell mal werden, sondern dann innen drin sieht man halt die rohen Nähte, aber der Stoff kann ja nicht ausfransen, also kann da auch nichts passieren. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Und noch eine Information, bevor es losgeht. Ich habe eine ganz normale Universalnadel genommen und eine Stichlänge von 3,5. Ich bin nicht mal darauf hingewiesen worden, dass das vielleicht ganz praktisch wäre, wenn ich das noch mit angeben würde. Aber irgendwie vergesse ich das immer. Habt ihr hier eben nur Auge sehen. Ich muss es jetzt hier noch mit dranhängen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Die Maße findet ihr alle unten in der Infobox und ich starte und nehme mir den Stoff für die Innentasche und den Reißverschluss. Und zwar lege ich jetzt den Reißverschluss mit den Zähnchen nach oben vor mich. Dann nehme ich mir meinen Stoff und den lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten. Hier oben an den Reißverschluss bündig an. Und nähe dann mit einem Reißverschlussfüßchen den Stoff hier oben am Reißverschluss fest. Den Stoff nun vom Reißverschluss etwas wegziehen und dann nochmal knappkantig hier über den Stoff drüber nähen. Nun nehme ich mir die Unterkante von dem Stoff und ziehe die bis hier hoch, dass sie hier oben mit dem Reißverschluss bündig abschließt und rechts und links auch bündig. Und somit liegt die rechte Seite vom Stoff auf den Zähnchen vom Reißverschluss drauf. Und jetzt mit einem Reißverschlussfüßchen hier oben alles zusammennähen. Die Tasche auf rechts wenden. So. Und den Reißverschluss aufmachen. Und jetzt auf der anderen Seite den Stoff auch von den Reißverschlusszähnchen wegziehen. Da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen bei der Nähmaschine, also dass kein anderer Stoff hier drunter liegt. Und auch hier den Stoff nochmal knappkantig von den Zähnchen weg mit einem Steppstich fixieren. Die Tasche wieder auf links wenden. Und der Reißverschluss muss jetzt auf jeden Fall in der Mitte von dem Stoff liegen, also muss geöffnet werden. Dann den Reißverschluss nicht oben hinlegen, sondern, Moment, so, 5 cm von dem oberen Rand hier den Reißverschluss jetzt positionieren. Moment. Jawohl. Jawohl. Und jetzt einmal hier auf der linken Seite mit einer Nahtzugabe von 1 cm die Stoffe zusammennähen
und auch hier auf der rechten Seite die Stoffe zusammennähen. Ich habe mir jetzt die Nahtzugabe mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Ihr könnt aber auch mit der Nähmaschine die Ränder mit einem Zickzackstich versäubern. Jetzt kann die Tasche gewendet werden, weil es gibt jetzt kein Futter mehr hier drin. Also das wird heute eine easy peasy, einfache Tasche. Und auch hier oben. Und die Innentasche ist schon fertig. Jetzt nehme ich mir einen Außenstoff und die Innenseite, die liegt jetzt so mit nach oben vor mir. Also das hier ist die Außenseite und die liegt jetzt nach unten. Das hier sind meine 50 cm und das sind die 60 cm. Und jetzt muss ich hier an der Oberkante von der Tasche bei den 50 cm den Stoff hier 4 cm nach innen umklappen. Und ich finde, da ist perfekt. Ich habe mir doch neulich, habe ich euch mal dieses Bügellineal hier vom Prim vorgestellt. Und das ist ja so ein langes. Und das kann man jetzt auch super hier reinlegen und kann dann die 4 cm abmessen. Jetzt habe ich natürlich die Klammern, die sind immer weiter weg bei mir. Und stecke mir das Ganze hier fest. Und dann muss das hier nochmal 4 cm nach innen umgeklappt werden. Also zweimal jeweils 4 cm auf die Innenseite umklappen. So, ich packe euch den Link zu dem Bügellineal nochmal unten in die Infobox rein. Dann brauche ich jetzt meine Innentasche und die ist richtig rumgewendet. Also die ist auf rechts. Und die lege ich jetzt mittig hier oben drunter, 1-2 cm runterlegen, so. Und jetzt nähe ich mit einem Geradstich den Stoff einmal hier an der Unterkante komplett zusammen. Somit ist die Innentasche hier drin in der Tasche festgenäht. Und aber auch nochmal auf der Oberseite entlang nähe ich dieses Stoffstück hier, also diesen Streifen hier fest. Und genau dasselbe mache ich mit dem anderen Außenstoff auch. Nur brauche ich da halt keine Innentasche einnähen, sondern kann direkt hier einmal hier unten und hier oben drüber nähen. Noch ein kleiner Tipp, nähe zuerst an der Oberkante. Ich wollte hier erst an der Unterkante nähen, aber dieser Stoff, der ist leicht flutschig und ja, da ist mir das ein bisschen, hat sich das ein bisschen verschoben. Gut, und jetzt müssen die Ösen angebracht werden. Und zwar habe ich mir die Mitte markiert und von der Mitte einfach 12 cm in die eine Richtung und auch 12 cm in die andere Richtung und da die Ösen anbringen. Mir hat eben mein Mann geholfen, also so wirklich überzeugt bin ich von diesem System noch nicht. Ich hatte zwei verschiedene Ösen zu Hause. Die einen, die haben sich überhaupt nicht hier beim Hämmern diese Falz hier umgelegt. Das ging überhaupt nicht und zum Glück hatte ich noch die anderen. Da kann ich das Projekt jedenfalls heute fertig nähen. Das ging. Also da gebe ich euch keinen Link. Da lasst euch lieber im Nähgeschäft beraten, welche, oder wenn ihr damit schon Erfahrung habt, nehmt die, mit denen ihr am besten zurechtkommt. Gut, also dann auf der einen Seite die Ösen anbringen und auf der anderen Seite die Ösen ebenfalls anbringen. Nun lege ich den einen Außenstoff mit der rechten Seite nach oben vor mich. Nehme mir dann den anderen Außenstoff und den lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten. Überall bündig an, also rechts, links und unten. Und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm die rechte Seite, die Unterkante und die linke Seite zusammen. Jetzt kommt es noch ein bisschen darauf an, was für einen Stoff ihr genommen habt. Also ich habe meine Nahtzugabe mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Ist bei dem Stoff nicht notwendig, da er nicht ausfranst, aber ich finde, es sieht einfach schöner aus. Aber ihr könnt natürlich auch mit einem Zickzackstich die Seiten versäubern. Dann geht es jetzt an den Boden. Die Stoffe hier unten wie zu einem Dreieck auseinanderziehen. Ist gar nicht so einfach. Die Stoffe. So.
auseinander. So geht's. Einmal reingreifen. Also so auseinanderziehen. Und dann schneide ich mir jetzt hier oben die Spitze innerhalb des Abnähers ab. Der Abnäher wird 12 cm. Also kann ich ruhig ein Stückchen hier abschneiden. Dann kann ich jetzt hier reinschauen. Und dann lege ich die Naht und die Naht direkt aufeinander. Die eine Nahtzugabe lege ich in die eine Richtung, die andere Nahtzugabe in die andere Richtung. Stecke mir das Ganze fest und ziehe den Stoff auch so gerade. Seht ihr das jetzt noch? Ich lege das jetzt mal so hin. Ja, so ist es kontrastreicher. Gut. Dann nehme ich mir ein Lineal und markiere mir eine 12 Meter lange Linie. Na, wollte nicht der Kuli. Also wie ihr seht, ich nehme auch nicht immer Markierstifte, ich nehme auch manchmal ganz normale Kulis oder auch Bleistifte. So, und dann nähe ich jetzt hier den Boden hier ab. Und genau dasselbe mache ich mit der anderen Bodenecke auch. Auch hier habe ich mir die Nahtzugabe mit einer Zickzackschere abgeschnitten. Dann kann gewendet werden. Und dann müssen nur noch die Henkel oder Kordeln angebracht werden. Und ich habe mir einfach zwei Stücke Kordel abgeschnitten. Also von diesem Springseil ist das ja. Und habe mir 85 cm abgeschnitten. Es kommt jetzt darauf an, wie lange ihr das gerne haben möchtet. Also 85 bis 90 cm würde ich schon nehmen. Dann kann man sie nämlich so in die Hand nehmen oder aber über die Schulter tragen. Und einfach die Kordel hier nach innen durchfädeln. Dann habe ich mir hier drei feste Knoten reingemacht. Und die Kordel ist aus Kunststoff und die habe ich einfach mit einem Feuerzeug die Enden abgesenkt, so dass mir hier nichts ausfransen kann. Und schon ist die Tasche fertig. Und fertig ist die schnelle Strandtasche oder Shopper. Ihr könnt aber auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal.